machen. Und da ist der Anstieg zum Monte Grappa. Steil und steinig. Das sieht aber witzig aus. Nachdem es Pizza zum Abendessen gab, hatten wir einen netten Schlafplatz an einem Fluss gefunden, in dem wir uns selbst und auch unsere Klamotten gewaschen haben. Danach ging's ab ins Zelt. Am nächsten Morgen hieß es rein in die nassen Klamotten. Die sind nämlich über Nacht nicht mal ansatzweise trocken geworden. Nach einem Abschiedseis am letzten Tag hatten sich unsere Wege getrennt. Lisa und ich entschieden uns für ein Hotel, während die anderen noch über einen Berg fuhren, bei einbrechender Dunkelheit und möglichem Gewitter. Das war uns nichts. Und so setzten wir unsere Reise am nächsten Tag zu zweit fort. Während des anstrengenden Anstiegs kam diese Abkühlung im Schnee genau richtig. Gut? Ich ließ mir das natürlich auch nicht entgehen. Einfach traumhaft hier, oder? Am Ende wurde es noch ganz schön unwegsam. An Fahren war da nicht mehr zu denken.
Nach dem kräftezehrenden Anstieg und einer anspruchsvollen Abfahrt gönnten wir uns Eis und Kaffee in Cortina. Nach der Pause ging es noch ein paar Kilometer auf dem Track vom Veneto Trail weiter. Aber nicht mehr lange, denn wir haben an den ersten Tagen ganz schön getrödelt, indem wir mit anderen gequatscht, gegessen, Pause gemacht haben. Wir hatten aber insgesamt nur 3,5 Tage Zeit. Also hieß es jetzt, DNF akzeptieren und einen Weg zurückfinden. Krieg ich gerade nicht so hin. Voll gut, dass hier Bäume sind. Ja, ist sehr angenehm. Ja. Kannst du so kleine Pupfloppen. Ja, das stimmt, das ist ganz cool. Piep, 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 piep. Am dritten Abend trafen wir Jan, Robert und Filippo wieder, die den Track komplett gefahren sind und die Nacht auf einem Zeltplatz verbrachten. Nach der Pizza vorhin waren es für uns noch einige Kilometer, bis wir unser Ziel, eben auch diesen Zeltplatz, erreicht hatten. Wir bauten unser Zelt auf und tranken gemeinsam noch ein Getränk, bevor die Nachtruhe anstand. Am letzten Tag leitete uns der Track des Veneto Trails durch Weinberge. Und Überraschung, wir haben eine weitere Abkürzung gesucht. Die Hitze machte uns nämlich ziemlich zu schaffen. Und dazu kamen Sitzbeschwerden und ein schmerzendes Knie. Yippie! Soll ich drücken? Wir nutzten jede Gelegenheit, die sich uns bot, für eine Abkühlung. Egal ob Eis oder eine Bewässerungsanlage. Und am Ende kamen wir glücklich und zufrieden am Ziel an, aßen, duschten und fuhren zurück nach Hause. Fazit: Ein richtig cooles verlängertes Wochenende war das beim Veneto Trail.